Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir wollen rausfinden, was wir kriegen. Was wir dafür machen müssen. Scheinbar wollen wir verprügeln. Okay. Ups. Warum ist das hier? Kommen jetzt noch ein paar Gegner? Was ist die Katze? Bleib hier! Hä? Ist sie hier hoch? Nee. Da hinten ist sie. Wie krieg ich dich? Das hat irgendwas zu sagen, oder? Ich check's nicht. Wie fange ich dich? Ah, Mist. Wie fange ich die Katze? Ich muss sie bestimmt irgendwo abfangen. Also, wenn sie jetzt da lang geht. Ich weiß ja, wo sie hinrennt. Ha! Nein. Ich bin auch wieder zurück. Wie fange ich diese Katze? Zurück ist sie irgendwie rot markiert. Komm schon. Lass dich fangen. Not picking up. Kann ich sie anlocken? Kann man stehen? Stillstehen? Langsam vielleicht? Dass sie nicht verschrecken? Nö. Hä? Wie fange ich dich? Aha! Settle down now, little one. Eins von drei. Okay, ich wollte das jetzt unbedingt haben, weil. Ich habe im. Wo ist mein Menü? Ich habe hier im Menü gesehen. Diese. Blutstrin Umbras links. Zweiter ist ein Frosch und da haben wir noch einen Raben. Ich weiß nicht. Zumindest haben wir den ersten jetzt gefunden. Mal die Augen offen halten. Vielleicht finden wir wirklich mal die drei. Ich hoffe, ich finde die. Das war jetzt der Zufall, dass ich das gerade gesehen habe, weil wir uns ein bisschen umgeguckt haben. So, jetzt irgendwas übersehen. Kaputt. Okay. Oh nein. Ich sehe nichts.
Nein, 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 nein. Ach, Mist. Zwei. Nein, ich habe einen verpasst. Komm schon, komm schon. Ach, Mist. Ja, ich muss sonst die Kamera ein bisschen drehen. Ich habe den ersten direkt hier verpasst. So. So ist besser, wenn ich so starte. Wahrscheinlich muss ich mich gar nicht verwandeln. Ja, wir haben es doch schon gesehen. Aber es ist immer wieder zu zeigen. Kann ich das irgendwie überspringen? Nee. Okay, alle Möglichkeiten. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Danke. Meine Güte. Kann ich denn da plötzlich 20 Mal daneben springen? Okay. Gut, dass wir uns umgesehen haben. So. Kann ich hier rein? Tatsache. Finde ich hier. Ich finde hier wirklich was. Was ist das? Was war das? Ich wollte wissen, was das genau ist. Aber interessant. Cool, cool. So. Kann ich auch rein. Oh mein Gott, voll daneben gelaufen. Nein! Ah, ich hab's nur noch blicken sehen. Hör mal. Aufhören hier. Oh ne, das ist in den Räumen. Ach komm schon, hör auf zu schießen, ihr blöden Viecher. Das gibt es nicht. Können die blöden Bogenschützen mal aufhören? Glaub ich doch nicht. Jetzt aber. Auch. Meine Güte. Wieder irgendwas verpasst. Zumindest sieht das so aus. Was soll mal das war? Natürlich auch mit der gleichen Farbe wie diese Viecher haben. Wenn es gar nicht so schnell auffällt. Ausgang? Nee. Das wirkt jetzt so, als wenn ich hier wirklich weiter soll. Der Frosch. Ich habe ihn nicht gesehen, aber passt schon. Having an outdoor recital? Ist das hier optional? Es wirkt zumindest so, als wenn das optional wäre. So, dann fehlt nur noch die Krähe. Ich will mich hier weiter umgucken, also. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Da hinten sieht es aus, als wenn das richtig wäre. Ach, Mann, oh.
Wo komme ich hin, wenn ich jetzt hier lang gehe? Nirgendwo hin, ne? Ja. Hier waren wir. Ich musste da durch. Ernsthaft? Da kamen wir. Da waren wir oben. Ne, da muss ich ja wirklich rein. Okay. Haben wir schon mal nichts verpasst. Warte. Wow, wow, wow. Darauf kann ich jetzt verzichten, was da war. Okay, es geht nicht mehr zurück. Schade. So, den Rahmen brauchen wir noch. Da oben ist nichts. Oh, wird zurückgesetzt, okay. So, dann. Zum Henker ist das da vorne. Oh, direkt kann's ziehen. Getting me confused for them? Must be off your game. Never been more on. Well, all right. Thing is, with all this mess going on, halos are hard to come by. But chaotic economics has its own unique charms. And you'd like me to help you diversify? Sharp as ever, Bayonetta. Viel besser. The Gates of Hell. Schön. Jetzt verkauft uns auch wieder Sachen. Welcome to the Gates of Hell. You can expect a fair rate for these now, too. Huh. Of course, I'll gladly accept the hands you bring in. Might even have something special for you. Okay. Items, Zubehör, Rodin Schätze. Gucken wir mal, was Rodin so an Schätzen hat. Oh, ist auf jeden Fall zu teuer. Schlafende Hundstatue. Okay, Kugeln. Verschiedenen Farben, wozu auch immer. C-Kugel 50, Bayonetta 3 rosa. Okay. Keine Ahnung. So, Zubehör. So, Leidensblick. Erzeugt Gegner ohne sie zu provozieren. Erhöht nach vollständigem Verbrauch der Zauberkraft deren Regeneration. Erhöht nach vollständigem Verbrauch die Zauberkraft der Regeneration. Das klingt gut. Verhindert, dass Höllendämonen durch gegnerische Angriffe erzürnt werden. Das Höllendämon. Ich gehe an Schangefeld zu mir. Achso, das ist mein eigener Dämon. Ermöglicht die automatische Ausführung von Kombos, Defensivaktionen durch wiederholtes Drücken von Schlagen und Treten, also X und A. Negative Auswirkungen auf Kampfbewertung bei Schwierigkeit normal oder höher. Ermöglicht die automatische Ausführung von Kombos durch wiederholtes Drücken von den negative Auswirkungen. Auf Kampfbewertung mit Schwierigkeit normal oder höher. Also ist das schlecht, wenn ich das sogar kaufe? Sterblichkeitsbanette. Kann auf jeden Fall. Was macht das nochmal als für ein Gegner? Bin dafür, wir kaufen das. Wenn er vollständig verbraucht, Zauberkraft drin. Ja, komm, nimm mal. Kaufen. Sind zwar wieder arm, aber egal. Items. So, grüner Megakräuterlutscher. Er lutscht ja die.
eine große Menge Lebenskraft wieder auffüllt. Kann ich mir leider alles nicht leisten. Was mache ich mit den anderen Währungen? Nehmt doch auch Teufel und Engels. Heiligenscheine da an. Aber auch irgendwie nicht rechts, links irgendwas anderes machen. Na gut, dann lassen wir es erstmal dabei. Hold up. Almost forgot to give you this. I saw that demon slave and figured you could handle it. Take special care of my baby. Ein bisschen groß vielleicht? Was, mein Gott, ist das? Ausrüstung ändern. Auf der Registerkarte Ausrüstung. Im Untermenü kannst du Waffen und Zubehör ändern. Okay. Gehprügel. Eine riesige Keule, die in eine Antimateriegewehr was integriert wurde. Okay. Diese sperrige Waffe eignet sich für Nah- und Fernangriffe. Halte den Luft-B gedrückt, um diese Technik aufzuladen und dich noch schneller vorwärts zu bewegen. Aha. Okay. Naja, später. Wir gucken erstmal. Menü. Fotomodus? Titelbildschirm? Nee. Wo sind jetzt hier meine Einstellungen? Minus ist das. Seite wechseln. Aha, hier. So, das sind die Waffen und Zubehör. Jetzt kann ich doch jetzt das Ding auswählen, oder nicht? Ah, okay. Zusätzlich. Hexenrezepte. Drücke Y auf der Liste der Items im Untermenü, um den Bildschirm für das Itembauen aufzurufen. Nutze gesammelte Zutaten, um mit Hilfe verschiedener Rezepte heilende oder stärkende Items zu erschaffen. Aha. So, was ist das jetzt? Stratos. Was bringt mir das? Kategorie ändern. Butterfly? Gomorra. So, das sind nur Seiten. Ich dachte, ich könnte vielleicht so eine 3D-Figur drehen oder sowas. Charakter, Viola, Chan, Rodin, Enzo, Items, Schattenkatze, Korkröte, Farben meiner Welt. Okay, die haben einen anderen Anhänger, wow. So, das komische Teil. Dämonenblut, aha. Hexenzeit, das sind alles Fähigkeiten. Mach's neu, bitte weggehen. So. Das ist eine Waffe. Okay, jetzt haben wir alles davon. Was ist das hier? Dämonenblut, grüner Lorbeer. Horn des Einhorns. Was macht das? Das teilweise in einen roten Kristall eingeschlossene Horn des Einhorns ist eine Brautzutat der Hexen. Sie ist ohne weitere Zutaten nutzlos. Okay. Also sind das alles irgendwelche Figurenbox, die haben wir doch gefunden. Climax 3D Collection. Eine Schachtel, die eine kleine Figur enthält. Diese offenbar nur in ferne verkauften Sammlerstücke. Sind beinahe ausschließlich Charakteren nachempfunden, die Bayonetta sehr nahe stehen. Sich selbst? Kann ich das drehen oder sowas? Scrollen hoch, runter, links, rechts. Kartenpäckchen, Päckchen. Kann ich die öffnen oder so, die Sachen? Das irritiert mich schon ein bisschen. Keine Ahnung.
Aber ich wollte das noch ausrüsten jetzt. Hier, Waffen. So, da haben wir nur das eine. Kann ich das zweimal ausrüsten? Nö. Ach, komm! Ich wollte eigentlich... Jetzt statt die Füße das andere Ding? Wer ist das? Auf jeden Fall sind das die Waffen. Okay. Probieren wir einfach mal aus. Was ist dieses Prügelding? Na gut, dass wir hier diese Dinger alle mitnehmen. Da konnten wir schon ein kleines Upgrade kaufen. So, da vorne ist noch was. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal machen. Guck mal hier, ob hier noch irgendwo der Rabe ist. Ich höre auch nichts. Zumindest noch nicht. Ich dachte gerade, in der Telefonzelle wäre irgendwas gewesen. Nope. So, da kommt so rot hin. Okay, habe ich zurückgesetzt. Danke dafür. Ah, nehme ich mit. Ich komme da rein. Ich komme hier wirklich rein. Okay. Ist das gewollt? Oder ist es optional? Oh nein. Das optional ist das. Das ist doch richtig, oder? Das ist der Rabe. Aber die wollen, dass ich hier runtergehe. Ich habe das Gefühl, ich sollte oben hingehen. Und das hier ist optional. Vogel. Hä? Ernsthaft? Da. Jawoll, erwischt. So, was kriegen wir jetzt dafür? Wenn wir alle drei haben? Trying to lead me on. So, wir haben alle drei gefunden. Vielleicht kriegen wir am Ende der Mission noch was. Ich will ja noch gar nicht runter. Oder? Oh, ich weiß auch nicht. Ist das jetzt optional oder geht es hier weiter? Ich werde erstmal nach oben weitergehen. Ah, das ist doch mies. So. Gut, ich komme mich erstmal nach oben um. Wir haben zumindest die drei Tierchen gefunden oder gefangen. So. Habe ich denn hier überhaupt irgendwas? Ach ja, genau, das hier wollte ich noch machen. Gut, dass wir nur zurückkommen. Sonst habe ich den schon wieder vergessen. Gut. Wir machen aber erstmal Schluss für heute. Gehen wir nächstes Mal dann
auf die Jagd nach dem Ding, was auch immer da gemacht werden soll. Wieder irgendein Hexenzeug wahrscheinlich und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.